Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Freunde, ich habe den Advent schon wieder vergessen. Ich habe mir so fest vorgenommen, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. 19.04. Advent. Und ich habe es einfach schon wieder vergessen. Ich bin immer so fokussiert auf diese Spiele, dass ich das drumherum so ein bisschen vergesse. Und weil für mich selber, gerade wo ich bin, noch nicht, wie gesagt, der 4. Advent ist. Jetzt, wenn ihr es seht, ist der 4. Advent, aber jetzt, wo ich gerade bin, ist nicht der 4. Advent. Ich befinde mich hier bei der Folge praktisch, ja, gut, 4 Wochen zurück. Habe ich schon mal gesagt, das liegt daran, dass ich vorproduzieren möchte und auch muss, damit ich auch noch andere Spiele schaffe, aber auch den Dezember, die Weihnachtstage und sowas mit meiner Familie in Ruhe verbringen kann. Wie gesagt, macht ja nichts. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen 4. Advent mit euren Liebsten, mit euren Familien, mit allen, was euch lieb ist und den ihr liebt und wie auch immer. Ja, nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Ja, 4 Tage. Heute ist der 20. Okay, wir spielen in Dortmund. Verzeiht mir das, dass ich es mal wieder vergessen habe. Wir spielen jetzt gegen Dortmund. Da wurde was geändert. Wir gucken mal kurz hier. Haben wir nicht 6 Millionen gekriegt? Ausgaben. Wir schreiben nur rote Zahlen. Wer ist denn? Oh, hier, meistverkaufte Trikots. Adeyemi, Matcha und Miner. War klar. Merchandising-Einnahmen. 361.000 Tickets. Zuschauer. Stadionunterhalt. Preisgeld. Okay. Wem haben wir denn jetzt bekommen? Haben wir schon einen bekommen? Nö. Gut. Tja. Müssen wir nochmal wechseln, wa? Hat ja gegen Wolfsburg auch funktioniert. Also, warum nicht? Bernie? Wie gesagt, die Spieler, die jetzt spielen, sind ja nicht schlecht. Sie sind halt nur nicht ganz auf dem Niveau. Aber sie sind nicht schlecht. So. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen nach guten Saisonläufen sieht alles danach aus, als könnten Sie in dieser Saison einen Abstieg vermeiden. Noch kann alles passieren. Glückwunsch zum tollen Sieg gegen Roma. Mit welcher Moral wird die Mannschaft ins nächste Spiel gehen? In unserem Team gibt es nur Profis. Das Team ist zuversichtlich. Im Spiel gegen Dortmund erwartet sie ein echtes Duell Giganten. Wer setzt sich durch? Abwarten. So, ich darf mich bei Okay. Gibt es jetzt schon Neuigkeiten von der Europa League? Vielleicht? Champions League? Nee. Gut. Gehen wir rein. Oh, Leverkusen mit 35 Punkte vorne. Wo hängt Dortmund? Ist auch 9. Oh. Holy shit. Ich glaube, da fühlen die sich nicht ganz wohl. Aber okay. Wenn mir einer sagt, wir spielen unentschieden gegen Dortmund, unterschreibe ich das. Muriel, Haaland, Reus, Koke, Can, Bellingham, Stones, Schulz, Akanji, Çelik, Kobel. Kobel ist müde? Oder der hat ein bisschen Energie verloren? Was ist denn da los? Herzlich willkommen zum heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie hier in der HDI Arena. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund.
Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Klasse durchgesetzt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ein Seitfallzieher, wie man ihn von nur das ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie soll ich den denn verteidigen? Reihenweise stehen lässt und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Tribul. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Das könnte die Chance werden. Und jetzt der Lupfer. Hä? Schöner Lupfer, aber gehalten. Ahnt er förmlich, was kommt und lässt sich nicht verunsichern. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er holt sich vorne den Ball. Luis Muriel. Gucke! Der Pass! Das kann nicht sein. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Spielt den Ball. Da kommt er raus und hält den Ball. Hier ist gefühlt jeder Angriff von Dortmund ein Treffer. Haaland. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Gefährlich. Oh. Mann, schieß sie noch einfach doll durch. Gucke jetzt. Der Pass zurück auf Gucke. Boah. Hier ist wirklich jeder Treffer, jeder Angriff ein Tor. Verrückt. Gelungenes, schöne Kurzpassspiel. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er den Keeper keine. Dieser Kirk, ne? Emre Can. Da ist Reus. Dortmund über außen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Tribul. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Nico Schulz. Oh. Er hat Platz zum Flanken. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Nico Schulz. Geht weiter. Vorteil Dortmund. Jetzt haben sie den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Zuspiel Reus, Gegner ist da. Da kommt der Pass. Jawohl. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Reus jetzt am Ball. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt Marco Reus. Emre Can.
FC lassen den Ball hier gut laufen. Ball kommt. Der Kerl ist on fire. Der hält ja heute gar nichts, der Zieler. Junge. Dieses Tores, erst der Pass nach hinten und dann gibt's da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch irgendwie Déjà-vu wie gegen Stuttgart, oder? Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ein Pass mit viel Auge. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Gute Balleroberung hier. Kerk. Da hat er die Chance. Gleich kommt der Eckstoß rein. Ecke kommt in den 16er. Und er wehrt die Ecke ab. Klasse Technik. Mann. Schönes Anspiel. Und sie waren klar, die haben uns auseinandergenommen. Achso, wollte ich ja gar nicht. Durchgang 2 hat begonnen. Fliege, pissig. Kerk. Und damit sind sie am Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Marco Reuser Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Reus. Riesenparade von Zieler. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Keine Chance. Für Hannover 96. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Und das verspricht natürlich einiges. Das könnte hochklassig werden. Celik. Ball draußen, gibt Ecke. Doppelwechsel auf Seiten von Borussia. Gott sei Dank. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 52 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Wenn Sie schnell spielen, wird es ein guter Konter. Unaufhaltsam. Da kommt die Hereingabe. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Wer ist dafür jetzt gekommen? Tigges. Reus mit der Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Chance für den Konter jetzt. Mann, Schiri Rot. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpasst. Warum? Sie können den Pass unterbinden. Ballgewinn, gefährliche Position. Das ist wieder verhext hier. Komm, wir wechseln nochmal. Bring mal hier unseren Monsterspieler. So. Jetzt wissen wir, mit wem es der BVB als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen den 1. FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Dürfte eine ihrer leichteren Aufgaben werden.
Es gibt einen Wechsel. Nahle mit der Chance. Zieler, Junge. Wir schauen an die Seitenlinie, Fahne so. Das Ding hätte nicht gezählt. Es hätte nicht gezählt. Selbst wenn sie den reingebracht hätten. Gute Parade, aber aus der Szene haben sie so oder so zu wenig gemacht. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Sie klären. Das wird Ecke geben. Ecke kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Steffen Tigges. Nur noch der Torwart vor sich. Ein unfassbares Tor. Das ist wieder dieser Punkt, das Spiel will, dass sie verlieren. Aber egal, hier passieren diese Fehler nicht, sondern, ja, keine Ahnung, irgendwie klappt nur nichts. Aber dieses Gezwungene kommt nicht so rüber. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Macht er gut. Jetzt könnte die Flanke kommen. Erstmal geklärt. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Tschüss. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Köln. Der neue Spielstand damit 1:1. 74 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Und Reus. Zuspiel Reus, Gegner ist da. Diese Fliege, ne? Macht mich fertig hier. Was macht er draus? Emre Can. Schulz. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Pass wird abgefangen. Gefährlich, der Steilpass. Gute Aktion. Sie Zauber. Geben nochmal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf, schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Mehmet Sekicilik. Steffen Tigges. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das macht er gut. Abgepfiffen. Einen Tick zu früh. Wenn er da noch wartet, kann das gefährlich werden. Das wertet er als Pass? Was? Soll noch mal einer sagen, das Spiel... Nee, das Spiel will, dass man verliert. Und dann verlierst du auch. 3 Minuten sind es noch. Wie geil. Manuel Akanji. Nico Schulz. Spiel geht mit Einwurf weiter. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Nico Schulz. Ja. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Ligaspiel hier also verloren. Die haben uns auseinandergenommen. Aber wie gesagt, das ist dieses... Ich sag's immer wieder, auch wenn du sagst, es gibt's nichts. Oder das gibt es nicht. Das ist für mich immer wieder dieses Momentum.
Man hat das bei dem Konter von Meiner, finde ich, ganz klar gesehen. Das war niemals ein Pass. Aber okay, ist okay. Ich kann damit leben. Wir hätten mehr... Sie waren das bessere Team. Gegen Borussia Dortmund ein. Wir haben alles gegeben. Wir kommen da zum Spiel. Davon erholen wir uns wieder. Danke für das Gespräch. So. Jetzt haben wir es nochmal mit Bayern zu tun. Gibt's auch schon, ne, für uns war noch nicht. Okay. Gut, Freunde, dann werde ich die Folge nochmal beenden. War eine bittere Niederlage, aber was soll's, wir sind noch dran, wir sind jetzt nur 3 Punkte dahinter oder 5 hinter dem Ersten, das heißt, da ist noch alles drin und dass wir da stehen, wo wir stehen, ist für mich sowieso schon Überraschung genug. Ja, lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 12. Ciao, ciao.